Ja, das ist notwendig, ja. Die Zeiten haben sich geändert, das haben wir alle nicht geahnt und natürlich auch jetzt enttäuscht, dass es wieder notwendig ist, aber es ist notwendig. Also mich persönlich wird es dann, glaube ich, nicht mehr betreffen, aber so für die Leute nach mir wird es dann wahrscheinlich halt nicht so ganz so schön sein, dass man halt dazu verpflichtet ist, etwas zu machen. Aber ich glaube, so generell in der Kernidee ist es eigentlich was ganz Gutes. Eine Wehrpflicht, nein. Ich bin grundsätzlich auch gegen Bundeswehr und nee. Ja, finde ich in Ordnung. Sollen die ruhig machen. Sieht ja so aus, als ob wir in der Zukunft Soldaten brauchen, ne? Leider. Auf gar keinen Fall. Wehrpflicht, weil eigentlich würde ich sagen, die ganze Bundeswehr ist überflüssig. Keine reine Wehrpflicht. Ich bin für eine Sozialpflicht. Das heißt, dass jeder, egal ob Männchen oder Weibchen, für ein Jahr oder anderthalb Jahre entweder Wehrdienst oder Dienst im Pflegebereich, sozialen oder Umweltbereich tätigen sollte. Aufrüstung finde ich schon okay, aber nicht unbedingt die Wehrpflicht. Ich denke schon, Soldaten, das ist ein schwieriger Stand. Ne? Die sind auf Befehl, müssen sie bereit sein, Leute zu töten, die sie nicht kennen. Im Auftrag von Leuten, die sie nicht kennen, aus Gründen, die sie nicht genau kennen. Wenn sie nicht Uniform tragen würden, würde man sagen Berufskiller. Ich habe dafür nichts übrig. Ich glaube, die Leute sollten das selber entscheiden für sich, ob sie sich dafür bereit fühlen. Zwingen sollte man da keinen.